Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Simba94. Ja, das ist jetzt noch mein Unboxing, das dritte heute, am 8. April 2017. Ja, erst findet Dory, dann Baymax und jetzt gerade der Löwen. Das Gebrüll ist zurück. Habe ich ja schon gesagt, dass ich es auch noch unboxen wird. Ich habe es ja gekauft, weil es kaputt gegangen ist, die DVD. Oder hat gerade so reingegangen. Darum habe ich jetzt gekauft um 7,99 bei Müller. Ja, ich wollte echt vielleicht einkaufen. Ja, dreht jetzt in die Filme. Hat sich echt gelohnt eigentlich. Gut, dann hier geht mir deine Lieblingsserie täglich im Disney Channel im Free TV. Ab 0 freigegeben. In der Film zur Serie. Das ist die DVD mit Disney Fastplay. Oder Kion auf dem Felsen. Gerade der Löwen Disney. Das Gebrüll ist zurück. Ja. Verkündet der Löwen die Welt. Echt schön, dass es weitergemacht wurde eigentlich. Da gab es ja so eine neue Folge die Löwen des Schattenlandes. Und da ist der Kobo dabei. Der Bruder von ihm, die Schwester von ihm. Und die Sira. Also das kapiert irgendwie keiner irgendwie diese Folge. Ich weiß auch nicht, also ich kapiere sie jetzt nicht. Und auf jeden Fall ist da der Kion auf jeden Fall. Und dann kämpft er irgendwie gegen die. Ist voll witzig, die habe ich ja schon angeschaut. Die Aufnahme auf dem DVD-Rekorder. Disney Channel. Ja. Voll komisch. Weil das war ist anscheinend irgendwie dazwischen. Und dann hat der Kobo irgendwie auch noch gesagt, das ist echt witzig. Er hat auch gesagt, ich habe Kiara einmal gesehen. Und das war doch da vom zweiten Teil, wo er die einmal gesehen hat davor, bevor die erwachsen wurden. Und da war der ja noch ein Kind, das heißt, das hat dazwischen drin gespielt. Das heißt, der Kion, der war im zweiten Teil zwar nicht dabei, aber hat er eigentlich dazwischen drin gespielt. Ist echt witzig. Oder anscheinend jetzt mit der Serie da. Und da waren sie jung. Und da haben sie die irgendwie gesehen. Sich, Kobo und Kiara, wisst ihr, am zweiten Teil, waren sie ja jung. Und dann hat Kobo das zum Kion gesagt, dass sie sich da getroffen haben und so. Und da waren sie ja noch jung. Und sie haben also dazwischen gespielt und dann heißt, und haben sich ja erst wieder danach gesehen. Wo sie erwachsen waren. Dann ist das Witzige drin, das hat irgendwie dazwischen drin gespielt eigentlich, diese Serie da. Im zweiten Teil. Also weil Kiara war ja da auch noch jung, das ist auch witzig. Das heißt, irgendwie der Kion muss dann irgendwann gegangen sein. Und es war ja mittendrin irgendwie. Den hat man dann nie gesehen. Also es kam ja auch erst 98, 17 Jahre später raus, die Serie. Und es hat aber wirklich dazwischen drin gespielt, weil das ist ganz logisch eigentlich, aber bloß das. Dass halt der Kion nicht dabei war. Aber irgendwann ist der anscheinend dann gegangen. Und Kiara ist ja dann Königin, oder? Ist ja dann Königin und ja, der Anführer von der Garde der Löwen. Und anscheinend ist der dann irgendwie. Also die im zweiten Teil kam er gar nicht dran und es ist ja so, der Kion irgendwie war ja vom zweiten Teil, war ja auch nicht dabei. Und bei der Serie, bei der Folge da hat er ja mit dem Kobo geredet und der Kobo hat ja gesagt, er hat Kiara gesehen und es war dann irgendwie dazwischen. Keine Ahnung. Echt witzig. Und dann müsste dann irgendwann gegangen sein anscheinend. Den hat man nie gesehen. Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem DVD zurück. Echt witzig. Diese Serie spielt eigentlich mittendrin im zweiten Teil, sozusagen, weil Kion war da noch jung. Und Kobo sagt, er hat Kiara gesehen. Und das aber auch nur einmal. Hat er auch erwähnt, dass es Max der hat. Dann er erst wieder, wo er erwachsen war. Und der Kobo, den hat er. Ja, den Dinger getroffen, den. Kion, bin ich Kobo getroffen. Und dann haben sie ja, da hat er, ja, der Kion,
Ja, die haben ja einen Kampf gehabt. Also früher war ja die Shira hat den Simba angegriffen und so haben dann gekämpft. Simba hat die dann also verbannt und so. Und dann kam der, also, und dann kam die da wieder zurück. Also anscheinend hat sie ja schon mal versucht, also im zweiten Teil ja. Und dann hat er Ishira gesagt, er hat noch gar nicht richtig angefangen. Und dann sind sie ja irgendwie wieder zurückgekommen, ja, in das Schattenland. Bei den Felsen und so, und bei der Hyäne da, bei der Kleinen. Ja, irgendwie und keine Ahnung. Und dann hat er die auf jeden Fall gesehen. Also dann kamen die ja wieder zurück. Und haben sie ja genau da, wo die dann später waren im zweiten Teil, hat es da auch gespielt, wo sie die am Ende hingeschossen haben. Also hingebrüllt durch Kion. Und ja, und dann irgendwann haben sie dann gekämpft im zweiten Teil, wie man gesehen hat. Nein, Stockion anscheinend. Ja, weg. Ja, Kiara und Co. waren der Großen, dann, die zusammenkommen dann am Ende. Und das spielt also dazwischen drin. Mitten im zweiten Teil, echt witzig. Ja, so heißt die Vorderseite, dann meine ich die Rückseite. Nur die gefürchtigsten, mutigsten, schnellsten, stärksten und scharfäugigsten werden auserwählt. Da der Rafiki mit dem Simba, Timon, Pumba und Okion. Lia Besti, der stärkste, Banga, der mutigste. Kion, der gefürchtigste. Omo, der scharfäugigste. Fuli, die schnellste. Hier eine ist der Hauptfilm. Der Disney Junior, wie Disney Junior.de. Jetzt kann man da am Anfang. Kann man aber nur auf Sky sehen. Wir haben ja davor Schüssel gehabt, jetzt haben wir Kabel, das heißt. Wir haben jetzt nicht mehr Sky im Wohnzimmer. Nur halt Fußball. Aber die anderen Programme jetzt nicht mehr. Weil das kostet eigentlich dann einfach auch zu viel und so. Und ja, das ist eine Challenge, ja, ist cool, dass es jetzt auch kommt. Auf jeden Fall läuft ca. 42 Minuten. Disney Dolby Digital 2016 Disney. Das Witzige ist ja, die DVD kam ja am 27. Oktober ja raus. Genau wo die Neuauflage von dem König der Löwen, der DVDs rauskam. Also diese neue Edition von König der Löwen, wie so ein Digibook und so. Die neue Edition halt vom ersten Teil mit Blu-ray und normaler. Das kam da auch raus auf jeden Fall. Und hier auf jeden Fall, das ist eine DVD, das ist eine die Garde der Löwen, das Gebrüll zurück. Das ist ein Farschflender. Schau mal rein. Naja, wieder Disney Movies in Mordor, haben sie es ja auch noch nicht gewusst, dass abgeschafft wird, nur bei Findet Dory schon. Warum haben sie es da noch reingemacht? Die neueren denke ich eher nicht mehr. Vielleicht auch doch, kann sein, ich weiß nicht. Haben sie erst im Februar irgendwann, das war vor Findet Dory Januar, Elliot der Drache, da war es noch dabei. Dann haben sie es aber dann entschieden, irgendwie zu beenden, Disney Movies immer. Aber das löse ich auch gleich ein. Und wenn das schon online komme ich, dann habe ich schon eingelöst. Ich muss erstmal die anderen zwei Videos auch noch hochladen. Jedenfalls hier Disney Movies immer. Hier wieder die Codes da. Diese kann man erst Filme und so einlösen. DVD sieht cool aus. Gerade Löwen das Gebrüll zurück. Das sind DVD, das sind Farschflay. Hat nur freigegeben, das sind Junior. Und 2016 Disney. Kion auf dem Felsen. Und die schöne Savanne im Hintergrund. Ganz toll. Als König der Löwen ist so toll. Ist auch noch Garde der Löwen. Es gab ja mal eine Serie von Timon und Pumba. Und jetzt Garde der Löwen spielt irgendwie mittendrin vom zweiten Teil. Ich jetzt mit die Folge, die habe ich mir schon zweimal angeschaut, weil die irgendwie so toll ist. Irgendwie. Ich finde die irgendwie voll witzig einfach. Weil die genau irgendwie mittendrin drin gespielt hat, irgendwie vom zweiten Teil. Und auch mit Kobo und Sira und alle. Und das ist echt witzig. Und Kion ist dann irgendwie da mittendrin da gewesen. War die Serie mit Kion dann schon irgendwann abgehauen kann. Irgendwie anscheinend irgendwie voll witzig.
Ja, das war's jetzt mit meinem Unboxing von die Garde der Löwen des Gebrüll zurück. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.